Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen ein gesundes, erfolgreiches, glückliches Jahr 2023 mit viel Lebensfreude und Schaffenskraft. Ich glaube, das werden wir alle brauchen. Gleichfalls. Vielen Dank. Ich werde es auch brauchen. Ich habe mir beim Reingehen jetzt so gerade überlegt, stellen wir die Kamera aus oder nicht, und ich bin eigentlich dagegen, sie auszustellen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich in der Vorbereitung des Hauptthemas des heutigen Nachmittages nicht so weit vorangekommen bin, wie ich dachte. Das liegt an äußeren Umständen, und diese äußeren Umstände führen überraschenderweise auch schon wieder zum Thema zurück. Ich habe Ihnen mal einen lateinischen Merksatz angeschrieben, der kommt aus der Rechtswissenschaft und heißt Quod non est in acta, non est in mundi. Was nicht in den Akten ist, das ist nicht in der Welt. In der Welt? In der Welt. Im Mundi, in der Welt. Quod non est in acta, non est in mundi. Was nicht in Akten ist, das ist nicht in der Welt. Und das führt auf die Frage zurück, wie werden denn Akten geführt? Und was ist überhaupt eine Akte? Näherung sagen, eine Akte ist die schriftliche Dokumentation eines Geschäftsvorgangs oder ganz, ja, eines Geschäftsvorgangs, weil auch die Praxis der täglichen Verwaltung ist ein Geschäftsvorgang, und in dem Moment, wo zum Beispiel eine Notiz angefertigt wird, die innerhalb einer Institution an einen Adressaten geht, dann ist eigentlich das Ideal der Aktenführung, es werden ja solche Notizen nicht ohne Grund geschrieben, dass es eine Akte gibt, in der der Entwurf dieser Notiz aufgehoben wird, und der Empfänger führt eine Akte, in der die Notiz in Urschrift aufgehoben wird. Es sei denn, dass die Notiz in Urschrift an den Absender zurückgeht. Also ein bisschen Diskussion darüber, was überhaupt in eine Akte reinkommt und was eine Akte ist. So, und jetzt aber trotzdem, es bedarf, damit eine Akte angelegt wird, sozusagen eines Geschäftsvorgangs. Also irgendeines Verwaltungsvorgangs, irgendeines abgeschlossenen Geschäfts. Und wenn Sie beim Bäcker eine Tüte Brötchen kaufen, dann ist die Dokumentation des Geschäftsvorgangs seit neuestem, also ganz so neu ist es nicht, aber seit neuestem der ausgedruckte Bon der Registrierkasse. Sozusagen aus steuerlichen Gründen, das ist dann der Nachweis, den der Bäcker führen muss gegenüber dem Finanzamt, weil es geht jetzt nicht mehr so, also wenn der Bäcker sich nicht sicher ist, ob wir für das Finanzamt arbeiten oder nicht, und diejenigen, die beim Bäcker einkaufen, nicht beim Steuerbetrug mitwirken wollen, dann kann der Bäcker nicht mehr ohne Kassenbon uns ein Brötchen über die Theke reichen, für das wir am Ende des Tages bezahlen. Und das gleiche Prinzip ist natürlich im Restaurant, ja, also man kann da seine Rechnung auf dem Zettel, konnte man bekommen, ja. Sie kennen alle diese Abreiß,
Blogs da, wo dann Strichliste geführt wird, wie viele Getränke jeder gehabt hat. Und wenn es unübersichtlich wird, bekommen sie den Zettel ausgehändigt. Und wenn sie gehen wollen, zeigen sie dann dem Wirt oder wem auch immer, heute mal nur die männliche Form, den Zettel vor. Und dann wird Kopf gerechnet. Da sollten sie noch so in der Lage sein, dass sie mitrechnen können, dass sie das Endergebnis überprüfen können. Dann wird bezahlt und wenn dann kein Bon verlangt worden ist in der Vergangenheit, ist es natürlich Tür und Tor geöffnet, dass diese Mahlzeit und der Restaurantbesuch gar nicht erst stattgefunden hat. So, das ist auch eine Form von Aktenführung. Und wenn jetzt innerhalb der Universität Geschäftsvorgänge angeleiert werden, dann ändern sich die technischen Voraussetzungen dafür über die Jahrzehnte bis Jahrhunderte. Und zwar ist das abhängig technischen Voraussetzungen auch von der räumlichen Situation. Wir versetzen uns mal in das Rom der Antike. Vespasian ordnet an, dass auf den gesammelten, im Hauseingang gesammelten Urin eine Steuer erhoben wird, die auch abzuführen ist. Daraus stammt der Spruch: Riecht das Geld, pecunia olet, non olet, es riecht nicht, also Geld stimmt nicht. Ja, weil es hat eine kurze Diskussion mit seinen Beratern gegeben, das kann man doch nicht machen, auch sowas Dreckiges, Stinkendes jetzt noch eine Steuer erheben. Und dann hat Vespasian die erste Einnahmen aus der Steuer vorgeführt und hat seine Berater gefragt, riecht das Geld? Und dann haben die gesagt, nee, es riecht nicht. Und die Antwort war, und doch stammt es vom Urin. Also Geld stinkt nicht. Die Formulierung kommt also im Nachhinein zusammen und nicht aus der Dialogform, aus der sie dann eigentlich geboren worden ist. So, wie setzt der Kaiser diese Anordnung durch? Indem er Boten schickt, die sich legitimieren müssen, indem er gegebenenfalls ein Schriftstück verfasst und es mit einem kaiserlichen Zeichen versieht, dass die Empfänger auch sehen können, dass dieses Schriftstück den kaiserlichen Willen zum Ausdruck bringt, beziehungsweise dass der Bote, der den kaiserlichen Willen mündlich zum Ausdruck bringt, sich über irgendein Zeichen, zum Beispiel einen Siegelring, ausweisen kann, dass er im Namen des Kaisers spricht. Wenn der Papst gewählt wird, dann erhält der Papst einen Fischerring und dieser Fischerring ist gleichzeitig sein Siegel und wenn der Papst stirbt, wird unmittelbar als sozusagen erste Amtshandlung dieser Siegelring zerbrochen, damit keine nachträglichen Anordnungen des Papstes rückdatiert gefertigt werden können. Eine kluge päpstliche Nunziatur hat natürlich ein Duplikat, aber im Prinzip wird erstmal der Originalsiegelring zerbrochen. Natürlich hat die Nunziatur kein Duplikat. Ja. Der Ring wird zerbrochen und damit kann nicht mehr gesiegelt werden. Damit sind wir unmittelbar bei dem Problem der sogenannten Sphragistik. Also der Siegelkunde. Was es mit der Siegelkunde als historische Hilfswissenschaft auf sich hat, ich glaube, es ist in der 18. Auflage schon Werkzeug des Historikers. Ahasver von Brandt war mal der Stadtarchivar des Stadtarchivs in Lübeck und war davon genervt, dass die Nutzer immer mit den gleichen Fragen gekommen sind. Und dann hat er ein Handbuch geschrieben und hat gesagt, erst mal lesen,
Und wenn er das verstanden hat, dann konnte er mich als Archivar fragen. Und das war so erfolgreich, dass es praktisch die Grundlage für jedes historische Pro-Seminar geworden ist. Weil es geht nicht nur um die Siegelkunde, es geht auch um die Wappenkunde, es geht um die Numismatik, also die Münzkunde und um alles Mögliche weiter. Und die Siegelkunde ist also entstanden aus der Notwendigkeit heraus, den Willen eines Herrschers oder auch einer demokratisch legitimierten Verwaltung. Ja, Rom war ja lange Zeit Republik, also den Willen des Gesetzgebers, des Senats, auch im entferntesten Winkel des Reiches deutlich zu machen. Dann musste es irgendeine Form geben, wo man sich ausweisen kann. Gegebenenfalls kann das auch ein Kleidungsstück sein und eine nur einer bestimmten Gruppe vorbehaltene Färbung dieses Kleidungsstücks. Also es gibt eine Zeichensprache, an der das deutlich ist. Sie glauben ja sozusagen einfach, dass ich berechtigt bin, eine Vorlesung hier zu halten, weil ich stehe hier und Sie und erzähle und Sie hören zu. Und falls doch jemand vorbeikommen würde, würde ich als erste Maßnahme mal meinen Dienstausweis der TU Bergakademie Freiberg zücken, um mich mit Personalkennziffer zu legitimieren. Und wenn das noch nicht reicht, dann müsste die Veranstaltung abgebrochen werden und ich müsste zu Hause meinen Arbeitsvertrag auskramen, von dem ich zum Glück weiß, wo er liegt. So, also man muss sich irgendwie ausweisen können, legitimieren können. Technische Voraussetzungen. Zum Siegel gehört die Petschaft und der Siegellack. Also alles, was Sie brauchen, damit Sie tatsächlich eine Urkunde mit Ihrem Siegel versehen können. Und Sie brauchen die Berechtigung, dass Sie ein Siegel führen. Und wenn Sie die Porträts der sächsischen Berghauptleute und Oberberghauptleute, wie zum Beispiel in der Aula hängen, die aber auch, dann müsste das eigentlich auch drauf sein, in der ersten Etage vom Rathaus ausgestellt sind, aufmerksam betrachten, dann unterscheiden sich die Berghauptleute in ihren Accessoires, mit denen sie dargestellt sind. Also sie unterscheiden sich auch ein bisschen vom Gesicht und von der Form der Perücke, aber der eine hat zum Beispiel eine Wünschelrute in der Hand und der andere ein Freiberger Hängezeug und der dritte irgendwie einen Sextanten oder was man sonst noch so alles braucht. Aber eins ist gleich, und zwar so ein Täschchen vorm Bauch. Und in diesem Täschchen vorm Bauch ist wahrscheinlich alles drin gewesen, was sie gebraucht haben, um eine Urkunde zu siegeln, um als oberster Herr der Verwaltung diese Urkunde tatsächlich mit Siegellack zu versehen und dann die Urkunde zu siegeln. Heute ist es eleganter, da haben sie einen Stempel und Stempelkissen, da brauchen sie keinen Siegellack mehr. In Ausnahmefällen wird auch noch der Siegellack verwendet, bei notariellen Urkunden gibt es auch noch Siegellack. Okay, das reicht für fast ein halbes Jahrtausend, um die Fernkommunikation aufrechtzuerhalten. Dann gibt es andere Formen an technischen Voraussetzungen. Zum Beispiel Flaggen. Also es wird verabredet, dass eine bestimmte gefärbte Flagge entweder für einen Buchstaben oder für einen ganzen Begriff steht. Und das finden Sie heute auch noch, also das finden Sie heute manifestiert im internationalen Flaggenkodex der Seefahrt, in dem auf Grundlage des lateinischen Alphabets verschiedenen Flaggen Buchstaben zugewiesen sind oder die gelbe Flagge, die gehisst wird, steht für die Quarantäne, in der sich das Schiff befindet, also für einen Zustand, der nicht verändert werden soll und der zu respektieren ist. Also Sie bekommen das über Flaggensymbole. Und dann ist die Frage, wird die Nachricht, die über Flaggensymbole vermittelt wird, irgendwo aufgezeichnet oder nicht?
Und wenn ja, für wie lange? Und das ist der entscheidende Punkt, für wie lange. Ja, Sie können nicht alle Flaggennachrichten aus allen möglichen Feldzügen irrsinnig lange da aufheben und wahrscheinlich protokolliert das zu dem Zeitpunkt auch keiner mit. Weil das Interessante ist, man muss seinen Einheiten darlegen, was die jetzt machen sollen über das Flaggensignal. Und wenn es geklappt hat, hinterher hat man die Schlacht gewonnen. Und wenn es schief gegangen ist, dann weiß man auch besser nicht, was da geflaggt worden ist. Also nicht nachvollziehbar anhand solcher Protokolle. Mit Funksprüchen sieht es gegebenenfalls anders aus. Alles, was so was über Funk vermittelt worden ist, ja, wird das aufgezeichnet, kann das aufgezeichnet werden. Im Zeitalter der Digitalisierung kein Problem. Im Zeitalter wenn Sie über Radiowellen, wenn Sie über das Radio kommunizieren müssen, schon eher ein Problem. Und mir kommt gerade noch was in den Sinn, was ausblenden muss, aber egal. Wie hießen die Dinger? Seismografen? Ne, die zeichnen Erdbeben auf. Wie heißen die Teile, die mit Hebelstellung? Telegraph. Telegraph, natürlich, der Telegraph. Und dann kommen wir die elektrische Telegrafie bedient sich des Prinzips, hat aber eine andere technische Grundlage. Also Morse-Alphabet, was dem zugrunde liegt. Und Sie übertragen zum Beispiel Ihre Nachrichten über Lochstreifen. Also Sie übertragen Ihre Nachrichten über Lochstreifen. Wer entsprechend geübt ist, kann über den Fingerkontakt die Nachricht bereits lesen. Das ist auch das System, was der Blindenschrift zugrunde liegt, der Brailleschrift, weil die Idee kam dem Jungen, 10 Jahre alt war, glaube ich, dem jungen Herrn Braille, als er eine militärische Nachricht durch seine Finger hat laufen lassen, die sozusagen in erhabenen Buchstaben verfasst war. Das heißt, es war die Überlegung seitens des französischen Militärs, dass man Nachrichten übermittelt über Papierstreifen, die auch gelesen werden können, wenn kein Licht ist, die man also im Dunkeln lesen kann. Wenn ich also die Buchstaben und die Ziffern ertasten kann, dann brauche ich kein Licht. Und das ist ja das Prinzip, was der Blindenschrift verständlicherweise dann zugrunde liegt. So. Und beim Telex-Gerät, die Lochstreifen, die kann man schon relativ einfach aufheben, auch von der Menge her, jedenfalls einfacher als andere Nachrichten, aber sie müssen dann auch in der Lage sein, sie wieder zu dechiffrieren, also zu entziffern, weil sie ja im Prinzip eine verschlüsselte Nachricht vor sich haben. So. Wir sind beim optischen Telegrafen, elektrische Telegrafie, optische Telegrafie, also es wird über Signalstellung irgendwelcher Hebel die Nachricht übermittelt. Das Hauptpostamt in St. Petersburg hat noch so einen Teil auf dem Dach und ich weiß nicht, ob in Freiberg das auch war, aber jedenfalls in Frankfurt am Main auf der Hauptpost, natürlich hat das nicht mehr funktioniert, aber da können sie Nachrichten übermitteln. So, jetzt will ich aber darauf aus, ja, was ist eine Akte und was kommt denn dann in die Akte rein? Die Nachricht kommt dann in die Akte rein, wenn sie verschriftlicht ist. Und wenn ich ein Blatt in meinen Aktendeckel legen kann, und der Aktendeckel, das hat man schon mal, der hat eben als Aufschrift die Institution, die den Aktendeckel führt und dann kommt Aktenbetreff und dann muss der Betreff eingetragen werden. Und bevor Sie einen Aktendeckel opfern innerhalb einer Behörde,
sind wahrscheinlich doch schon ein paar Stück Papier zustande gekommen, die dann in diesen Aktendeckel reingelegt werden, weil sonst legen Sie es in Ihre Akte Vermischtes. Und aus der Akte Vermischtes holen Sie es dann raus, wenn Sie tatsächlich einen Vorgang haben. Zum Beispiel Gustav Eckerlein, Professor für Physik und Radiokunde, war von der sowjetischen Militäradministration Deutschlands beauftragt, Messinstrumente zu entwickeln, mit denen man unter Tage das Ausmaß vorhandener Radioaktivität feststellen konnte. Und weil hier in Freiberg vor Ort die entsprechenden Materialien nicht vorhanden waren, begann er also eine Korrespondenz, um sich Teile, die er für seine Sonden benötigt hat, von anderen Orten zu beschaffen, zum Teil auch aus anderen Besatzungszonen, beispielsweise der britischen und der amerikanischen. Die sowjetische Militäradministration hat dann angeordnet, dass alle Unterlagen, die in Verbindung mit diesem Vorgang stehen, an die Beauftragten der SMAD abzuliefern seien. Und sollten Unterlagen noch in den Räumlichkeiten oder sonst irgendwo angetroffen werden zu diesen Vorgängen, dann ist das mit dem Tode zu bestrafen. So, warum ist trotzdem von den Vorgängen was übrig geblieben, wenn doch die Unterlagen abzuliefern sind? Es gibt im Bestand des Radiuminstituts einen Aktendeckel, da steht Verschiedenes drauf. Und da sind dann halt die paar Blätter drin, die in dem Aktendeckel Verschiedenes abgelegt worden sind, weil sie noch nicht den Weg in den eigentlichen Aktendeckel, Akten betreffend, Messgeräte oder was auch immer drauf gestanden haben, mal gefunden haben. Und das sind dann halt die Reste, die auch niemand durchgesehen hat, die heute im Uni-Archiv noch vorhanden sind. Deshalb für diejenigen, die mal historisch arbeiten wollen, der heiße Tipp, immer im Bestand die Akte Verschiedenes bestellen. Ja, oder wenn die Aktenaufschrift auf dem Deckel irgendwie nicht klar zum Ausdruck bringt, was gemeint ist, immer diese Akte bestellen. Das sind meist die interessantesten, auch wenn Sie glauben, dass es mit Ihrem Thema nichts zu tun hat. Meistens finden Sie dann doch. Das war sozusagen die Fußnote. Okay. Akten betreffend. Dann finden Sie also in Akten, das können Sie finden, einen eigentlich vorbereiteten Vertrag oder einen Entwurf für ein dann in Reinschrift zu fertigendes Gutachten. Sie können Aktenvermerke finden. Der Aktenvermerk dient dazu, das Gedächtnis desjenigen zu entlasten, der den Aktenvermerk anfertigt. Und dann müssen Sie unterscheiden, ob der Aktenvermerk nur für denjenigen ist, der die Akte als Handakte führt, oder ob der Aktenvermerk auch für weitere Personen in der Abteilung oder sogar in der gesamten Institution gedacht ist, weshalb er in diesem Fall in ein Umlaufverfahren gegeben wird und von jedem Bearbeiter mit dem Kürzel und dem Datum, jedenfalls im deutschen Verwaltungsverfahren, zu zeichnen gewesen ist. Sie können auch Memoranden in solchen Akten finden, also ein Memorandum über eine bestimmte Situation, zum Beispiel, warum eine preußische Landesanstalt für Landesanstalt als königliche Versuchs- und Prüfungsanstalt für Wasserversorgung und Abwässerbeseitigung zu gründen ist. Immerhin so knapp 30 Seiten als Memorandum. Anderes Memorandum, etwa 100 Jahre vorher, warum für Professor Wilhelm August Lampadius der Neubau eines Laboratoriumsgebäudes vorzusehen ist und man nicht in den bestehenden Gebäuden
Stichwort englisches Labor in der Fischerstraße oder Pavillon rückwärtig im Garten vom alten Naturkundemuseum, Wohnsitz von Gellert, warum das nicht weiter genutzt wird, sondern warum ein Neubau her muss. Schönes Memorandum. Dann gibt es Stellungnahmen zu diesem Entwurf, die dann zirkulieren. Und dann gibt es Gegenentwürfe und das findet sich dann am Ende des Tages in einer Akte. Und jetzt ist die Frage, ist der Gegenstand, über den verhandelt wird, dadurch, dass die schriftliche Verhandlung zwischen zwei Aktendeckel gepackt worden ist, öffentlich oder nicht öffentlich? Also darf zum Beispiel die Hochschulöffentlichkeit der Bergakademie im Falle des Laboratoriums von Wilhelm August Lampadius wissen, dass so ein Projekt geplant ist, und dürfen die anderen Dozenten oder Professoren beispielsweise die Frage diskutieren, wo das Labor gebaut wird und in welchem Ausmaß das Labor gebaut wird? Oder geht es nur Wilhelm August Lampadius was an und Abraham Gottlob Werner als die verantwortliche Person im Oberbergland? Und eine andere Frage ist dann zum Beispiel die Errichtung des Zentrums für Materialforschung bei Höchsttemperaturen, also das ZEHS. Wunderbare Räumlichkeiten, kann man gut experimentieren, kann man sich zu interessanten Sitzungen treffen. Ist das etwas, ist der Plan, so ein Zentrum zu errichten und den Schwerpunkt auf ein derartiges Forschungsgebiet zu legen, etwas, was nur in nicht öffentlichen Sitzungen diskutiert werden soll oder darf? Kann die Hochschulöffentlichkeit davon erfahren oder bekommt ihr etwas davon mit? Oder ist sogar der Steuerzahler, der das Ganze finanziert, nicht berechtigt, über solche Planungen ins Bild gesetzt zu werden und gefragt oder ungefragt seine Meinung dazu zu geben? Warum solche abstrakten Beispiele? Das konkrete Beispiel ist einfach, soll man in der Öffentlichkeit über das Schicksal des Instituts für Industriearchäologie, Wissenschafts- und Technikgeschichte diskutieren oder nicht? Weil die Benennung, also die Amtszeit des Institutsdirektors läuft, das wissen alle in der Öffentlichkeit, am 31. März 2024 aus. Und die Frage ist natürlich, was mit dem Institut hinterher geschieht. Ist diese Frage eine Frage, die nur im nicht öffentlichen Teil von Hochschulgremien verhandelt werden soll? Oder ist es eine Frage, weil das Institut ja beispielsweise auch in der Stadt verankert ist und es Menschen gibt, die Angebote des Instituts wahrnehmen, obwohl sie der Universität sich erst zugehörig bekennen müssen, nämlich indem sie sich als Gasthörerin oder Gasthörer einschreiben, ist es auch eine Frage, die Menschen und Institutionen über die Universität hinaus etwas angeht. Sind nur Fragen im nicht öffentlichen Teil zu diskutieren, die die unmittelbare Besetzung anbelangen, also die Frage, ob Mitglieder der Kommission, die dafür verantwortlich ist, mit irgendwelchen Bewerberinnen und Bewerbern verwandt, verschwägert, verheiratet sind, ob man gemeinsam in wissenschaftlichen Projekten bereits tätig geworden ist oder dauerhaft gemeinsam publiziert, was die Frage der Befangenheit betreffen könnte, das könnte man geneigt sein, im nicht öffentlichen Teil zu verhandeln. Oder es grundsätzlich darüber zu verhandeln, ob, wenn wir bei der Bergakademie Freiberg bleiben und uns vom Institut abkehren, die Technische Universität Bergakademie Freiberg immer noch eine technische Universität wäre, wenn man die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften auflösen würde. Und zum Beispiel das
die Begründung für die Weiterexistenz der Bergakademie in den 1930er Jahren war, dass man die Fächer nicht so einfach nach Dresden oder Leipzig übertragen könne, weil das jeweilige Fach, sei es Physik, Chemie oder Volkswirtschaftslehre, das durch eine Professur vertreten wird, hier an der Bergakademie in seinen spezifischen Aspekten, die das Berg- und Hüttenwesen anlangen, diskutiert wird. Sind solche Diskussionen also öffentlich zu führen oder sollen die auf einen nicht öffentlichen Teil beschränkt werden? Und was sollte passieren, wenn sie trotzdem öffentlich geführt werden? Und natürlich kann da gar nichts passieren, wenn die öffentlich geführt werden, weil das äußere Erscheinungsbild einer Universität ist schlicht und ergreifend etwas, was nicht nur die Universität selbst anlangt, sondern gegebenenfalls auch das politische Ansehen, das gesellschaftliche Ansehen des ganzen Freistaates in dem Fall, der die Universität finanziert. Als in Thüringen in den 1920er Jahren die Universität Jena den sogenannten Rassengünther berufen hatte, nämlich, also drei Vornamen, spielt keine Rolle. Günther hat vorgelegt, die große Rassenkunde des deutschen Volkes, eine kleine Rassenkunde des deutschen Volkes und war Propagandist und Vorbereiter dessen, was dann von den Nationalsozialisten unter dem Begriff der Rassenhygiene und der Rassenpolitik tatsächlich umgesetzt worden ist und man kann sagen, er gehört zu den Vordenkern der Vernichtung. Ist das etwas, was nur die Universität Jena damals intern angegangen wäre? Oder ist das nicht etwas, was die gesamte deutsche wissenschaftliche Öffentlichkeit angeht, als Beispiel? Und an diesem Beispiel ist klar, natürlich geht das die ganze deutsche wissenschaftliche Öffentlichkeit an. Ja, jedenfalls dann, wenn eine demokratisch verfasste Gesellschaft auf ihrem Selbstbehauptungswillen als Demokratie besteht, da gibt es nur ganz wenige Dinge, die nicht öffentlich verhandelt werden. Also bin bereit, Diskussionen, die im Verteidigungsausschuss des Bundestages geführt werden, die Nicht-Öffentlichkeit zuzuerkennen, weil es ist immer schlecht, wenn im Falle des Falles militärische Taktik öffentlich diskutiert wird und irgendwie 500.000 Feldmarschälle und Generalfeldmarschallinnen meinetwegen dann bestimmen, wo die Truppe eingesetzt wird. Ja? Aber solange öffentlich diskutiert wird, ob im Marderpanzer Pulverfeuerlöscher oder CO2-Feuerlöscher eingesetzt werden und dass die Frage der Funktionsfähigkeit der Militäreinheit berührt und das öffentlich debattiert wird, können ganz andere Sachen öffentlich debattiert werden. So, also Aktenführung, was ist... Wie lange werden denn die Akten aufgehoben? Sehr gutes Argument. Jetzt mich interessieren, aber die mit der Akten sind auch noch da. Ja, das hängt aber da, darf ich das zurückstellen? Ja. Also. Ich habe es im Blick und ungefähr 5:45. So. Jetzt waren wir bei technischen Voraussetzungen über das, was in eine Akte reinkommt. Wir waren gerade bei der Frage, was wird öffentlich diskutiert. Und das, was öffentlich diskutiert wird, das kann in einer Akte enthalten sein, muss es aber nicht. Trotzdem ist ja die Frage, was kommt am Ende des Tages in eine Akte rein und wie zuverlässig bildet die Akte denn das vergangene Verwaltungsgeschehen ab? Und sie bildet es insofern zuverlässig ab,
als das Urkunden oder Rechtsakte dauerhaft dokumentiert werden. Beispielsweise Besitztitel. Also ich bin kein Jurist, deshalb nur drei Beispiele. Aber Rechtsakte, wenn Sie ein Grundstück erwerben, dann gibt es verschiedene Formen, wie das dokumentiert wird. Und zwar zum einen beim Grundbuchamt, im Katasteramt und durch die notarielle Beglaubigung Ihrer Urkunde, mit der Sie Ihren Erwerb bestätigt bekommen. Wenn Sie ein Diplom erwerben, als Oberbegriff jetzt bitte, also zum Beispiel einen Bachelorabschluss, einen Masterabschluss, einen Diplomabschluss oder auch einen Doktorgrad, dann wird auch das dokumentiert oder sollte dokumentiert werden. Deshalb die große Preisfrage, wenn Georg Agricola in Bologna war und die Schriften von Galen und Hippokrates mit herausgegeben hat und er später als Arzt in Johanngeorgenstadt und Chemnitz praktiziert hat, war er dann promoviert, weil sie in der Universität Bologna bis heute keinen Eintrag gefunden haben, dass ein gewisser Georgius Agricola sich promoviert habe bzw. promoviert wurde. Man kann sich ja nicht promovieren, man wird promoviert, streng genommen. Also war der Mann überhaupt Doktor oder hat er einfach ohne Doktorgrad als Arzt gearbeitet? Dann wäre er wenigstens approbiert. Die Approbation ist durch einen Gesetzesakt von Friedrich II. Von Hohenstaufen für sein Königreich Sizilien geschaffen worden, also bis in den 13. Jahrhundert. Und für dahin durfte als Arzt im Königreich Sizilien nur tätig werden, wer vor dem Kollegium der Medizinschule, gemeint ist eigentlich die Medizinuniversität, in Salerno eine Prüfung abgelegt hatte. Und das ist dann auch schriftlich bestätigt worden und das war die Approbation. Das ist die Grundlage für die ärztliche Approbation bis auf den heutigen Tag, dass ein Kollegium besteht, dass sie geprüft worden sind und sie deshalb eine Approbation bekommen. Also da können Sie sicher sein, dass das dokumentiert wird. Wobei die Form der Akte wir hier zum Teil auch vom Aktendeckel etwas abstrahieren müssen. Also Akte ist dann auch das Hängeregister oder irgendwas anderes als Aufbewahrungsform. Über elektronische Akten reden wir jetzt noch gar nicht. Das ist doch mal, vielleicht reden wir da am Ende darüber. So, und jetzt dokumentiert, und darauf will ich raus. Sonst würden die Akten im Umfang unglaublich anwachsen. Die Akte, das Ergebnis des Vorgangs und die hauptsächlichen Zwischenstationen, die zum Ergebnis geführt haben. Also zum Beispiel Memoranden, die man im Nachhinein für wichtig hält, für so wichtig hält, dass man sie immer noch aufhebt, obwohl der Anlass, der zum Anlegen der Akte geführt hat, der in der Akte dokumentiert ist, und das Ergebnis des Verwaltungsvorgangs in der Akte enthalten sind, dann kann so ein Memorandum als Zwischenschritt enthalten sein. Was ist in der Akte also nicht enthalten? In der Akte ist nicht enthalten ein Protokoll über alle Gespräche beispielsweise, die in Bezug auf den Gegenstand der Akte geführt werden. Es sei denn, von demjenigen, der die Akte als Handakte führt, wird bewusst darüber ein Aktenvermerk angelegt. Das ist gleichzeitig der Ratschlag an die junge Generation, wenn sie ins Arbeitsleben eintreten
Und es kommt mal die Situation, dass Ihnen ein Dienstvorgesetzter, eine Dienstvorgesetzte irgendwie blöd kommt, um es tatsächlich so auszudrücken. Dann fertigen Sie über den Vorgang einen Aktenvermerk an. Mit Datum, Uhrzeit, Situationsbeschreibung, in der es zum Vorfall kam. Und dann haben Sie es erstens von der Seele geschrieben und zum Zweiten haben Sie es dokumentiert. Das ist zum Beispiel durchaus relevant, wenn Sie auf eine arbeitsrechtliche Auseinandersetzung zusteuern. Es hat in meinem Berufsleben dreimal den Fall gegeben, dass ich einen derartigen Aktenvermerk angefertigt habe. Einmal in Cottbus, zweimal in Freiberg. Und zum Glück konnte ich es hinterher jedenfalls vergessen. Aber das kommt vor. Und das dient einfach am Ende des Tages der Selbstverteidigung. Ja, das ist zum Beispiel so ein klassischer Fall für einen Aktenvermerk. Alles, was sonst dazu geführt hat, dass zum Beispiel diese Situation, in der der Aktenvermerk entstanden ist, überhaupt entstanden ist, ist in der Akte natürlich nicht vorhanden. Ein verstorbener Kollege in Cottbus hat, wenn es kritisch war, immer gesagt, ach, lass mal mit dem Telefon, ich komme bei dir vorbei. Die zentrale Abhöranlage der BTU Cottbus ist 1991 noch in Betrieb aufgefunden worden. Lassen Sie es auf der Zunge zergehen. Diejenigen, die sie aufgefunden hatten, stürmten aus einer Senatssitzung heraus und haben natürlich diejenigen, die die Anlage betrieben haben, nicht mehr vorgefunden, weil die hatten das ja gehört, dass jetzt Leute kommen. Und ja, das mag ein Grund dafür gewesen sein, dass in den Anfangszeiten im Transformationsprozess, wie es so schön heißt, von einer DDR-Verwaltung in ein bundesrepublikanisches System auf strengste Vertraulichkeit von Hochschulsitzungen geachtet wurde, weil man halt eben nicht wollte, dass es öffentlich diskutiert wird, und zwar in Medien, die, sagen wir mal, der neuen politischen Ordnung in besonderer Weise kritisch gegenübergestanden hätten. Ja. Und aus dieser Zeit heraus besteht die bis heute mich immer noch in Erstaunen bringende, Verhaltensweise, dass zum Beispiel bei Gremienwahlen, auch hier an der Bergakademie Freiberg, sie zwar darüber informiert werden, dass sie gewählt wurden, aber nicht mit wie vielen Stimmen. Weil die Hochschulverwaltung, also beim Deutschen Bundestag, können Sie immer nachprüfen, wie viele Stimmen hat welcher Direktkandidat in welchem Wahlkreis und sogar vielleicht in welchem Wahlbezirk erhalten. Und hier bekommen Sie mit Verweis auf Datenschutz nicht mitgeteilt, wie viele Stimmen Sie bekommen haben, um in ein Hochschulgremium gewählt zu werden, weil das könnte ja ein schlechtes Licht auf Ihre Mitbewerber werfen. Also das ist schon schrill. Ja, das ist schon schrill. Wir sind also dramatisch geheimer als die geheimste Abstimmung im Deutschen Bundestag. Es wird ja nicht mit gekennzeichneten Stimmzetteln gearbeitet. Ja? Es geht ja nur um das numerische Endergebnis. Ja? Es gibt im Bundestag die namentliche Abstimmung. Da ist dann festgehalten, wer wie abgestimmt hat. Aber bei der Wahl der Bundeskanzlerin oder des Bundeskanzlers gibt es keine namentliche Abstimmung und da wird natürlich das Ergebnis publiziert. Eine ganz kurze Bemerkung. Die Stasi-Akten, die wir hatten, die sind aber auch zum Teil geschreddert worden. Richtig, genau. Ja, aber das durfte man doch mit diesen gar nicht machen. Ja, durften sie nicht, aber Professor Häfner hat das ja oft genug erzählt, dass man sich dann verabredet hatte bei dem Menschen, von dem man annahm, dass er diese Akten hauptsächlich geführt habe. Und er hat dann ganz freundlich an dem Tag, als man sich verabredet hat, gesagt, ach, wissen Sie, heute ist doch schon spät, kommen Sie morgen früh vorbei
um 8 Uhr und morgens früh um 8 waren 132 leere Aktenordner und ansonsten ein großer Haufen an geschreddertem Papier. Der Mann war, okay, jetzt hast du uns schlecht verraten, die Person, also kann ja heute alles Mögliche sein, sie können sich ja auch als diverse Person männlich fühlen, also die Person, die das gemacht hat, war halt über Nacht fleißig gewesen. Deshalb sind dann teilweise, also und am Runden Tisch in Jena, stimmte seinerzeit die Opposition, also die stimmten Vertreter, die für die Opposition sprachen, wobei man ja immer im Hinterkopf haben muss, waren sie wirklich Opposition oder waren sie, wie prominente Beispiele gezeigt haben, sowohl aus SPD, CDU als auch anderen Parteien nicht eigentlich Stasi-Spitzel gewesen. Der Runde Tisch hat zunächst mal beschlossen, dass alle Akten geschreddert werden, damit man neu und unbelastet in die gesellschaftliche Zukunft gehen kann. Das ist dann durch Intervention verhindert worden. Und es gibt auch bis heute noch Akten, die in geschreddertem Zustand aufbewahrt werden. Also so sehr durchmischen konnten sie dann das geschredderte Gut auch nicht. Ja, es gibt also Akten. Es gibt Müllsäcke, in denen Schreddergut aufbewahrt wird und es ist dann in den letzten 30 Jahren sind extra Computerprogramme entwickelt worden, die anhand der Konturen in der Lage sind, eben die Papierschnipsel zur richtigen Seite wieder zusammenzusetzen. Das können Sie natürlich nicht mit jedem Schwachsinn machen, ja, also da sind die Ressourcen endlich, aber man kann sich vorstellen, dass es Bereiche gibt, die erstens vorzugsweise schreddern würden und von denen man zweitens vorzugsweise das Papier auch wieder zusammensetzen möchte. Und das war zum Beispiel nicht möglich, als, wenn Sie mal ein bisschen bei dem Thema, die Mitgliederdateien der NSDAP, also die Mitgliederkarteien der NSDAP in München aus dem Braunen Haus zu einer Papiermühle gefahren worden sind, weil diese Mitgliederkarteien sollten eben zu Altpapier gemacht werden. Und wenn sie die in den Papier, wenn sie die ins Wasser reingekippt haben und dann läuft der Holländer drüber als Technik und die sind zermahlen, dann sind sie halt weg. Ja, und auch für die Bergakademie hat es im Ende 44, Anfang 45 Anweisungen gegeben, sensible Akten zu vernichten, die dann auch vernichtet worden sind. Aber das ist ein anderes Kapitel. Die NS-Kartei ist nur deshalb nicht vernichtet worden, weil der beauftragte Wehrmachtsoffizier sich dann geweigert hat, den Befehl auszuführen. Also in der Papiermühle waren die Akten schon. Ja. So, und dann muss man bei der NSDAP noch beachten, damit die Mitgliederzahl größer wird, hat das nicht bei 1 begonnen, sondern bei 500. Das sind schon mal 500 Mitglieder mehr drin. Ja. Okay, also man muss auch das immer, was in der Akte kommt, mit einem Körnchen Salz genießen, wenn ich es habe und wenn ich es interpretieren muss. Jetzt sind wir aber ja doch immer noch grundsätzlich dabei, was kommt denn in die Akte rein? Und eine Akte ist zum Beispiel ja auch ein Protokoll einer Gremiensitzung, das in einer Akte wandert, egal was da jetzt draufsteht. Das kann auch auszugsweise in Akten wandern. Zum Beispiel in Berufungsakten oder in Akten über die Genehmigung von Ordnungen, sei es Studienordnung oder Prüfungsordnung für neue Studiengänge. Und dann ist halt die Frage, was bildet denn das Protokoll ab? Natürlich, so, und dann gibt es einen großen Unterschied. Um ein Beschlussprotokoll oder um ein Verlaufsprotokoll?
Die Protokolle des öffentlichen Teils der Sitzung des Akademischen Senats der TU Bank Academy Freiberg werden im Gebäude Akademiestraße 6 im Erdgeschoss im Glaskasten ausgerammt, direkt neben dem Studentensekretariat. Das sind Beschlussprotokolle. Das heißt, es gibt natürlich die Notiz, wie heißt der Tagesordnungspunkt, dann gibt es den Hinweis, welcher Antrag wurde, also was wurde mitgeteilt, beziehungsweise welche Anträge wurden gestellt. Und dann gibt es den Beschluss dazu. Das Verlaufsprotokoll bildet ab die Diskussion, die zwischen dem Stellen des Antrages und der Beschlussfassung liegt. Ein Verlaufsprotokoll ist kein Wortprotokoll. So, das Verlaufsprotokoll enthält nach Willen des verantwortlichen Sitzungsleiters und der Person, die mit der Protokollführung beauftragt ist, Angaben darüber, welche Person welches Argument in der Sitzung vorgebracht hat, was am Ende zu einer Beschlussfassung oder auch einfach war schön, dass wir darüber geredet haben, geführt hat. Wenn das der Fall ist, dann ist eine besondere Sorgfalt geboten, um die Formulierungen zu betrachten, die im Verlaufsprotokoll verwendet werden. Weil die verwendeten Formulierungen sind natürlich dann, wenn das Protokoll abgeschlossen ist, sozusagen wie in Erz gegossen oder Stein gemeißelt, und dienen zur Unterrichtung derjenigen, die sich des Protokolls bedienen dürfen. Und wenn sie dann nicht rechtzeitig auf die Zwischentöne achten und Wert darauf legen, dass ihre Auffassung nochmals zur Abstimmung gestellt wird, dann ist die halt in diesem Protokoll nicht vorhanden. Also zum Beispiel bei der rein hypothetischen Frage, welche Informationen über die weitere Entwicklung eines Universitätsinstituts sind jetzt öffentlich oder nicht öffentlich und wie schätzen wir die Bewertung der Sitzungsleitung über die Öffentlichkeit oder Nichtöffentlichkeit dieser Informationen ein. Dann kann es immer noch sein, dass die Mehrheit des Gremiums entsprechende Vorschläge oder Bitten um Änderungen ablehnt. In diesem Fall steht dann immer noch die Möglichkeit einer persönlichen Erklärung zum Protokoll im Raum. Und diese persönliche Erklärung ist so, wie praktisch der Widerruf einer Falschmeldung in der Presse. Ich komme gerade nicht drauf, wie es Fachterminus heißt. Also die Pressemeldung ist raus, die Gegendarstellung. Die persönliche Erklärung ist sozusagen so eine Form von Gegendarstellung, die kann dann natürlich noch kommentiert werden, aber die persönliche Erklärung ist im Wortlaut und kann nicht verändert werden, so zu Protokoll zu nehmen, jedenfalls im demokratisch verfassten Rechtsstaat. Und das ist sozusagen das Problem des Verlaufsprotokolls. Beim Wortprotokoll wird wortwörtlich protokolliert, was gesagt wurde. Und es werden auch Zurufe oder Zwischenfragen dokumentiert. Oder zum Beispiel auch Applaus oder Buhrufe oder Unruhe in der Fraktion von Füßgetrampel oder Fraktion XY verlässt den Saal. Das kommt im Wortprotokoll rein. Also klar, Vorbild Deutscher Bundestag bzw. Landtage. Dann ist aber immer noch die Frage, wie wird das Wortprotokoll geführt?
Und um diese Frage zu beantworten, wird angegeben, wie das Wortprotokoll geführt wurde, also Abschrift einer Film-, einer Videodokumentation oder Abschrift einer Tondokumentation oder stenografisches Protokoll. Da sitzen meistens dann zwei Personen da, die der Stenografie mächtig sind und das in Kurzschrift verhandeln. In der Regel werden Sitzungen von Interesse mittlerweile auch im Bild und Ton aufgezeichnet. Zum Beispiel auch die Landesdelegiertenversammlung des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland wird in der Zwischenzeit mit Film und Tonband, also mit, nicht mit Tonband, mit Film und im Ton aufgezeichnet. Alle Fachbereichsratssitzungen des Fachbereichs Chemie der Johann Wolfgang Goethe-Universität wurden seit 1972 mit Tonband aufgezeichnet, wenn die Bänder heute noch vorhanden sind, ein unermesslicher Schatz für die Hochschulgeschichte. Und da kommen wir zu Aufbewahrungsfristen. Die Fristen richten sich nach dem Zweck, für den die Akte angelegt worden ist. Das heißt, wenn Urkunden, für Urkunden gelten andere Fristen als zum Beispiel für Studienarbeiten oder Seminarschreiben. Weil bei der Urkunde, beim Rechtsakt, möchte man dauerhaft dokumentieren können, dass dieser Rechtsakt vollzogen wurde und dass die Ansprüche daraus abgeleitet werden oder versagt werden können. Für andere Aktenformen, andere Akteninhalte gelten andere Aufbewahrungsfristen. Grundsätzlich sind alle Akten 30 Jahre geschlossen. Personalakten sind grundsätzlich 60 Jahre geschlossen, und zwar nach Abschluss der Akte. Sie sind auch geschlossen 30 Jahre hinaus über den Tod jeder Person, die in der Akte eine Rolle spielt. Das kommt gleich zu den Ausnahmen. Und wenn das Todesdatum nicht feststellbar ist, dann ist in der Regel mittlerweile in Deutschland das Geburtsjahr feststellbar, jedenfalls für Personen des 20. Jahrhunderts, und dann gilt die Frist 110 Jahre nach der Geburt und dann wird die Akte geöffnet. Ausnahmen sind, wenn ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit am Inhalt der Akte vorliegt. Und deshalb sind grundsätzlich alle Akten aus der DDR-Zeit und aus der Zeit des Nationalsozialismus offen. Über die Möglichkeit und Form der Einsichtnahme entscheidet eine Archivarin oder ein Archivar. Das hängt nämlich davon ab, welches Interesse die Person geltend macht, die in die Akte Einsicht nehmen möchte. Persönliches Interesse, wissenschaftliches Interesse. Das sind so die beiden hauptsächlichen Interessensgebiete. Und beim wissenschaftlichen Interesse ist dann natürlich von Relevanz, betrifft der Inhalt der Akte auch heute noch lebende Personen. Darf ich, also alle Fragen der Fristen, die ich gerade eben erwähnt habe, darf ich vom Namen derjenigen Kenntnis bekommen, die in der Akte erwähnt sind, und muss versichern, dass ich bei der Auswertung der Akte diese Namen anonymisiere? Oder ist es sogar so, dass Teile der Akten geschwärzt werden, bevor ich die zu sehen bekomme? Und das ist ja etwas, was immer mal wieder durch die Presse geistert, wenn ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, also ein Ausschuss des höchsten Gremiums einer demokratisch verfassten Gesellschaft, Akten anfordert, zum Beispiel von der Regierung oder vom Geheimdienst oder von irgendwelcher Institution auch immer. Und dann entscheidet die Regierung zunächst mal, ob aus Gründen der Geheimhaltung, was auch immer geheim gehalten werden soll, die Akten geschwärzt werden. Und dann kommt es vor, dass die Akten übergeben werden im Umfang von 200 Seiten und 199 Seiten sind geschwärzt. Das kann schon mal vorkommen. So, dann wird wieder geklagt,
Ja, also ein klassisches Beispiel jetzt von internationaler Aufmerksamkeit, Donald Trumps Steuerakten. Ja, Sie könnten die einsehen. Ich verkneife die Frage, ob es jemand von Ihnen gemacht hat. Ich würde sagen, wahrscheinlich eher nicht. Ja, ich habe es auch nicht getan, aber wir könnten die jetzt einsehen. Interessant wurde die Frage Aufbewahrung und Einsichtnahme bei, darüber hat man in der Vorlesung hier aber schon mal gesprochen, in dem Fall, wenn die Kenntnis dessen, was in der Akte niedergelegt wird, widerrechtlich erlangt worden ist. Also, wenn, es hat ja den Fall gegeben, dass das Mobiltelefon der Bundeskanzlerin abgehört worden ist und auch der seinerzeitige Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Helmut Kohl, ist durch die Staatssicherheit der DDR abgehört worden, dürfen die Inhalte dieser Akten, die im Bestand der Staatssicherheit aufgefunden worden sind, trotzdem der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, und zwar ohne Genehmigung des Betroffenen. Dagegen hat Helmut Kohl geklagt und hat gewonnen. Und nach seinem Tod, also die Wahrnehmung seiner Rechte durch seine Witwe ist eine eigene Geschichte, aber es gibt bis heute Aktenteile, die auch als Verschlusssache noch bis irgendwann Ende des Jahrhunderts definiert sind. Ja, also Sie können sich vorstellen, dass vieles von dem, was den Weg in eine Akte gefunden hat im Zuge der Verhandlungen, die zur deutschen Einheit geführt haben, nicht öffentlich zugänglich sein wird und nicht öffentlich zugänglich ist und wahrscheinlich ganz lange nicht öffentlich zugänglich bleiben wird. Obwohl die Öffentlichkeit sagen kann, ja, da gibt es natürlich ein legitimes Interesse dran, zu sehen, wer wie verhandelt hat. Ja, aber auf der anderen Seite haben die Personen, die die Verhandlungen geführt haben, eben auch ein legitimes Interesse daran, dass nicht alles, was gesagt wird, in so eine Akte reinkommt. So, mit anderen Worten, der Clou der Erzählung des heutigen Nachmittags ist, dass Sie, wenn Sie Akten verwenden und Akten auswerten, immer gewahr sein müssen, dass Sie zu einem nicht unerheblichen Teil im Unklaren darüber gelassen werden, wie das Ergebnis, das in der Akte dokumentiert ist, zustande gekommen ist. Und das bedeutet, dass die Betroffenen im Verfahren oder im Prozess eine besondere Achtsamkeit entfalten müssen, dass ihre Ansichten und Stellungnahmen auch auf allen Ebenen des Prozesses tatsächlich vorgebracht werden und zu Gehör gebracht werden. Also es ist nicht die Frage des rechtlichen Gehörs, es ist einfach die Frage, spielt die Diskussion, die zum Ergebnis geführt hat, noch eine Rolle, wenn die Diskussion höchst kontrovers war, und wenn unterschiedliche Aspekte oder unterschiedliche Ansätze zur Abstimmung gestellt worden sind? Darf dann nur der siegreiche Ansatz weitergeleitet werden? Oder ist die höhere Stelle, die sich mit dem Vorgang noch zu befassen hat, umfassend über den ganzen Diskussionsprozess ins Bild zu setzen? Stellen wir uns das mal als Pyramide vor. Wir nehmen mal BK als Bundeskanzler. Unterhalb des Bundeskanzlers sind die Ministerien, also die Ministerinnen und Minister und auch alle, die irgendwie Erbs anhören. Dann kommen die Staatssekretäre. Jedes Ministerium hat mehrere Staatssekretariatsstellen.
Dann kommen Abteilungsdirektoren. Irgendwo habe ich noch den Ministerialdirektor vergessen. Also es kommt im Prinzip die gesamte Ämter-Hierarchie. So. Jetzt nehmen wir mal an, also Bundeskanzler, das kann man angeben, seinerzeit Guido Westerwelle als Parteivorsitzender der FDP, auf jedem Schiff, das dampft und segelt, gibt es einen, der die Sache regelt und das bin ich hier. So, klare Ansage, es gibt keine zwei Kapitäne auf einem Kahn. So, also Bundeskanzler gibt es nur einen. Wie viele Ministerien haben wir im Moment? Keine Ahnung, geschätzt 12. Ist 12 okay? Wollen wir 10 sagen, ist mir völlig wurscht. Also 13 wäre schlecht, weil so Primzahlen sind immer blöd, aber 10, 12, ja, also gut. In jedem Ministerium 3 Staatssekretariatsstellen, 36. Jeder Staatssekretär 4 Abteilungen, 144. So, und lässt sich, ja, wir sind sozusagen beim Schachspiel. Was verlangst du, Weiser, zum Lohn deiner Arbeit? Ach, Herrscher, gib mir auf jedes Brett ein Reiskorn. So, und dann wissen Sie, dass spätestens nach dem 32. Feld Schluss ist. Gib mir auf jedes Feld ein Reiskorn natürlich, nicht auf jedes Brett. Ne? So, gut. Der Bundeskanzler hat gar nicht die Zeit, das zu lesen, was die 136 Abteilungsdirektoren gelesen haben. Ja, das heißt, das, was nach oben weitergegeben wird, muss sich auf angemessen die Arbeitszeit desjenigen reduzieren, der das lesen soll oder der das hören soll. Und das ist das, was in der NS-Zeit ja, diskutiert worden ist in der Rolle von Bormann als Leiter der Parteizentrale. Ja, und welche Macht oder welchen Einfluss haben die Leiter der Sekretariate? Also das ist nicht jetzt der Sekretär oder die Sekretärin, die die Schriftstücke tippt, sondern es ist der Sekretär im Sinne des Parteisekretärs. Ja? Oder es ist der Kanzler der Kanzlei, ja? Der Chef der Reichskanzlei. Wenn der den Reichskanzler nicht mehr vortragen kann, dann schneidet sich der Reichskanzler willentlich und wissentlich vom Informationsfluss ab. Weil die Kanzlei weiß über alles Bescheid, die führt nämlich die Akten und regelt den Schriftverkehr und nimmt die Telefonate entgegen und vermittelt die Telefonate nach draußen. Ja? So. Und deshalb sind so Grunds, also sind die Einzelheiten von Fragen nie irgendwas für die höhere Führungsebene. Ja, sondern wenn es bei der höheren Führungsebene ankommt, dann muss auf der unteren Ebene bereits prinzipiell der Vorgang abgearbeitet sein. Und dann kann es halt sein, dass auf verschiedener Ebene immer noch Einspruch kommt. Aber das muss nicht zwangsläufig sein. Ja, also wenn auf Ebene eines Instituts ein Beschluss gefasst worden ist, dann wird der Institutsbeschluss weitergeleitet, zum Beispiel an den Fachbereich oder die Fakultät. Die Fakultät leitet den Beschluss weiter in Richtung Senat und der Senat unterrichtet den Rektor oder den Chef der Einrichtung, in dem Fall reden wir ja von der Universität, über das, was da zwischenzeitlich passiert ist und verhandelt worden ist. Und was nicht berichtet wird, quod non est in acta, non est in mundi. Was nicht in der Akte ist, ist nicht in der Welt. Also Schweigen bedeutet im Prinzip immer Zustimmung, weil es ist halt nicht in der Welt, weil es ist nicht aktenkundig geworden.
die höhere Institution hat im Zweifel immer die Möglichkeit, auch die Dokumentation, also die Akte, auch von der unteren Stelle Zugriff auszuüben. Wenn es so wichtig erscheint, dass man sich mit diesem Kleinkram da auseinandersetzen will. Und das ist zum Beispiel, das können Sie etwas detailreicher nachlesen, auch wenn sehr viel von dem Kleinkram naturgemäß keine Rolle spielen konnte. In dem ersten Beitrag, den ich unter neuen Nachnamen, nämlich Pohl, verfasst habe, stammt also aus dem Jahr 2005 oder Deutschland 2004, glaube ich, das ist 2005 erschienen. Grün ist die Hoffnung. Da geht es um die politische Verankerung einer Umweltpolitik der europäischen Gemeinschaften. Und diese politische Verankerung, also vom Zeitablauf her, analysiert und von den Stellungnahmen der oberen Ebenen, nämlich Bundeskanzler und zuständigen Ministerien her, analysiert und ein bisschen noch von der damaligen Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Dieser Zeitablauf rekonstruiert dann, dass die EWG diesen Anspruch erhoben hat. Und dass die deutsche Regierung, die eigentlich den Anspruch unterstützt hat, dann doch zögerlich geworden ist und am Ende die Kompetenz weg von der Kommission, die tatsächlich was zu entscheiden hatte, hin zum Europarat verlagern wollte, der nichts mehr zu entscheiden hatte. Um das nachzuvollziehen und zu dokumentieren über zugängliche Quellen, ist nicht so ganz einfach, wenn die Quellen eben die entsprechenden Lücken aufweisen. Und es ist auch nicht so einfach nachzuvollziehen, was sinnvoll ist, was politisch sinnvoll ist und entschieden wird. Das Parlament haben wir jetzt mal ganz draußen gelassen. Ja, das wird an anderer Ebene diskutiert und hier oben kann nur noch die Quintessenz ankommen. Ja, es werden Panzer geliefert oder es werden keine Panzer geliefert und dann gibt es fünf Absätze von drei Zahlen, die für die eine wie für die andere Variante sprechen und derer wird sich dann bedient. Also das ist was, was man sich bei der Analyse vom Informationsfluss... Dann geht es gequatschen los, das haben Sie gesehen. Zum Beispiel, ja. In den Sender. Genau, das ist zum Beispiel was. Also die Leute, die in den Sendern quatschen, die reden in der Regel nicht, indem sie Akten hinzugezogen haben. Und das politische Horrorbeispiel ist tatsächlich wieder aus dem Bereich der Europapolitik zu nehmen, weil die Beamten haben sich, also es gibt die Sachebene der Beamten und die wissen, was sie wollen und was gut fürs Land ist und was gut fürs andere Land ist und ob man zum Kompromiss kommen kann, dass es gut für beide Länder ist. So, und wenn die Beamtenebene, wenn der Beamtenebene die Kompetenz abgesprochen wird, Entscheidungen zu treffen, dann sagt die Beamtenebene, okay, wenn wir nicht mehr dürfen, dann muss das an die politischen Verantwortlichen weitergereicht werden. Und die politisch Verantwortlichen waren dann am Ende die Staats- und Regierungschefs. Die sind als Europäischer Rat installiert worden, obwohl sie als Gremium Europäischer Rat in den Verträgen von Europäischer Wirtschaftsgemeinschaft, Euratom, Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl überhaupt nicht vorgesehen waren, weil die Staats- und Regierungschefs der 70er Jahre der Auffassung waren, die Beamten, die machen sowieso nur Mist, das entscheiden wir alles viel besser und wenn wir uns zusammensetzen, können wir uns austauschen. Resultat war, dass der Rat mit so vielen Details überfrachtet wurde, weil die mussten plötzlich dann das Aktenaufkommen dieser 144 Leute auf 13 verteilt lesen, dass sie vor lauter Details überhaupt keine Linie mehr gefunden haben. Und das ist im Prinzip auch das Problem, was das ZK der SED in der DDR gehabt hat. Dadurch, dass man versucht hat, sich um jedes Detail zu kümmern,
Sie haben keine Möglichkeit, das nachzuverfolgen. Wenn Sie es auf lustige Art und Weise lesen wollen, dann lesen Sie Stanislaw Lem, wie Turk und Klaukius einen Dämon zweiter Ordnung konstruierten und damit Mäuler den Räuber besiegten. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten, sensationelles Drama. Mehr verrate ich nicht, Sie sollen es ja lesen. So, also Frage des Informationsflusses, Frage, was ist drin? Und Frage, was darf denn in der Zwischenzeit öffentlich diskutiert werden? Es ist in der Bundesrepublik viel darüber gespottet worden, dass in den Dossiers des Bundesnachrichtendienstes die Sachen drinstehen, die sie zwei Tage vorher im Spiegel lesen konnten. So, darf der Spiegel dann das Dossier lesen, wo die Sachen drinstehen, die er selbst geschrieben hat? Ist das dann geheim? Ja, natürlich nicht. Ja, so, also wo bekommen die Leute ihre Informationen her? Was steht drin? Aufbewahrungsfrist, Einsichtnahme, genau, grundsätzlich öffentlich, ja, im Prinzip haben wir es abgearbeitet, so. Also, was kann an wen weitergereicht werden, unter welchen Umständen und was ist öffentlich zu diskutieren? Und da kann ich als mündiger Staatsbürger nur sagen, alles, was geeignet ist, dass ein Parlament dafür Haushaltsmittel ausgibt, ist öffentlich zu diskutieren. Ende der Fahnenstange. Auch wenn den nachgeordneten Gremien eine gewisse Autonomie im Einsatz der Mittel zugestanden wird, dann müssen diese Entscheidungen, die zu Veränderungen führen, jedenfalls gut begründet werden und sie sind auf alle Fälle nachprüfbar und sie sind gegebenenfalls auch revidierbar. Okay, Sie haben zu Recht den Eindruck bekommen, dass ich mich im Rahmen dieser Sitzung heute Nachmittag gerade mal über ein vorangegangenes Ereignis erbrochen habe. Und wenn Sie auf den Terminplan der TU Bergakademie schauen, dann wissen Sie, dass am zweiten Dienstagnachmittag im Monat immer Fakultätsratssitzungen sind und den Rest überlasse ich Ihrer Fantasie. Ich bin aber grundsätzlich immer der Auffassung, dass Entscheidungen nach Möglichkeit weitgehend öffentlich zu diskutieren sind. Das betrifft nicht Gespräche, die der Vertraulichkeit unterliegen. Also wenn jemand von der studentischen Fraktion zu mir kommt und sagt, ja, Literatur oder können wir die Prüfung drei Monate später machen, das geht der Öffentlichkeit nichts an. Aber wenn Geld in die Hand genommen wird, bin ich immer der Auffassung, dass es der Öffentlichkeit was angeht, weil es ist ihr Geld, es ist auch mein Geld. Und selbst wenn es nur ein Bruchteil ist, also es gibt Rechtsprechung, die sagt, ja, Sie dürfen den Beitrag zur Krankenkasse nicht dadurch, den müssen Sie bezahlen und Sie dürfen ihn nicht verweigern, weil mit dem Geld, was Sie der Krankenkasse zahlen, Dinge finanziert werden, die Sie ablehnen. Stichwort Schwangerschaftsabbrüche oder Gymnastikveranstaltungen oder sonst irgendwas. Aber in dem Moment, wo Sie der Auffassung sind, dass Sie das nicht wollen, dann bietet der politische Rahmen Ihnen die Möglichkeit, dass Sie dagegen oder dafür aktiv werden, je nachdem, man kann ja auch mal für was aktiv werden. Und dann kann man das im Rahmen der Gesetze halt verändern. Und je öffentlicher diskutiert wird, desto besser ist es. Vielen Dank fürs Zuhören.